Commander Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären angenehmer. Ich hatte auf Ihre Unterstützung gegen die Reaper gehofft. Was geht hier vor? Vor 17 Tagen haben die Quarianer mit Angriffen auf 4 Gas-Systeme den Krieg zur Rückeroberung begonnen. Eine klare Verletzung unseres Abkommens mit dem Rat zur Vermeidung einer Provokation der Geth. Eine Vertragsverletzung ist nichts verglichen mit der Inbesitznahme unserer Heimatwelt und Top-KI-Technologie. Ihre Heimatwelt? Sie meinen Runoch? Genau, Commander. Vor 300 Jahren haben wir unsere Welt an unsere eigenen KI-Schöpfungen, die Geth, verloren. Nachdem wir versucht hatten, sie zu töten. Wir wollten sie nicht töten, Corys. Wir wollten sie deaktivieren. Es war kein Mord. Doch, es war Mord. Commander, die Quarianer hatten niemals vor, eine echte KI zu erschaffen. Es war ein Missgeschick. Dass sie dadurch korrigieren wollten, dass sie umbringen. Ach, würden wir zugeben, dass wir im Irrtum waren, wäre dieser verrückte Invasionsplan nicht länger gerechtfertigt. Sie greifen die Geth an? Schon wieder? Und diesmal bedeutet es vielleicht das Ende für unser Volk. Wir hatten die Geth schon zurück im Heimatsystem, als plötzlich dieses Signal an alle Geth-Schiffe ging. Ach, die Reaper. Unter der Kontrolle der Reaper sind die Geths deutlich effektiver. Unsere Flotte ist im Heimatsystem festgenagelt. Wenn wir siegen wollen... Siegen? Sie wollten die zivilen Schiffe, Admiral Garrel. Wir müssen uns zurückziehen, sonst verlieren wir die Lebensschiffe. Woher kommt das Signal? Von hier, einem Schlachtschiff der Geth. Es ist allem überlegen, was wir haben, und hat eine starke Verteidigung. Das Tarnsystem der Normandy kann uns unentdeckt hinbringen. Ich gehe an Bord und deaktiviere das Befehlssignal der Reaper. Ja, das Abschalten des Signals müsste die Geth komplett ins Chaos stürzen. Und wenn die verwirrt sind, fliegen sie zu einem Massenportal und ziehen ab. Gut. Unsere zivilen Schiffe haben schon zu viele Kämpfe miterlebt. Sind Sie sicher, dass Sie das Signal deaktivieren können? Wir bringen Sie hier sicher raus, Admiral. Unser neuester Admiral hat uns freiwillig sein technisches Fachwissen angeboten. Tali Zorawas Normandy meldet sich zum Dienst. Gut, dass Sie kommen konnten, Tali. Admirals, ich stelle ein Team für die Schlachtschiffaktion zusammen. Danke, Commander. Admiral? Das ist nur eine Formalität. Ich bin eine Geth-Expertin. Das sind Sie. Es freut mich, dass Sie hier sind. Hätte ich das gewusst, wäre ich früher gekommen. Sie hatten eigene Probleme. Tut mir leid wegen der Erde. Wir haben die größte Flotte der Galaxie. Wenn Sie uns helfen, greifen wir die Reaper mit allem an, was wir haben. Oder was davon nach diesem dämlichen Krieg noch übrig ist. Ich dachte, Sie unterstützen die Invasion. Nein, nach dem Gespräch mit Legion glaubte ich, dass es vielleicht doch eine Chance auf Frieden gibt. Und warum helfen Sie ihnen dann? Ich bin ein Admiral. Die Leute wollen Führung von mir. Öffentliche Uneinigkeit würde die Flotte spalten. Ich hole Ihre Leute sicher hier raus, Tali. Danke, Shepard. Und nur damit Sie es wissen, vor den Admirals muss alles strikt professionell bleiben. Für alles andere sollten wir uns privat treffen. Natürlich. Ich bin bereit für das Schlachtschiff, sobald Sie es sind. Thank you.
Nähern uns dem Heimatsystem der Quarianer. Ankunft auf Runoch in 5 Minuten. Was sagen die Kombaken? Dass die Kacke übelst am Dampfen ist, Commander. Ich registriere mehrere hundert einzelne Schiffssignaturen in aktiver Kampfhandlung. Hab ich doch gesagt.
Bringen Sie uns rein. Tarnsystem aktiviert. Die entdecken uns nur, wenn wir alle anfangen, die russische Nationalhymne zu singen. Sobald wir an Bord sind, suchen wir den Sender des Reaper-Signals und schalten ihn ab. Tully kennt sich mit Geth-Software aus und ist zuständig für Hacken und Sicherheit. Gut. Sie sind also ein echter lebendiger Proteaner? Im Gegensatz zu einem falschen Toten? Oh, okay. Shepard, wir haben ein Problem. Alle Röhren außer einer sind physikalisch gesichert. Ich sehe die freie, allerdings ziemlich mitgenommen. Zu riskant für das ganze Team. Ich sichere den Dockbereich. Dann folgt mir der Rest. Verstanden, Commander. Wir bleiben hier. Sie wissen schon. Mucksmäuschen still. Augenblick. Dauert nur eine Minute. Probleme hatten. Das Schiff ist riesig. Es ist 30% größer als ein Allianz-Schlachtschiff. Tully, Sie werden die Aussicht lieben. Besser als ein Video? Viel besser. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Schlachtschiff hat künstliche Gravitation. Sobald sie an Bord sind, gibt's das Problem nicht mehr. Bis dahin muss es eben mit den Magnetstiefeln gehen. Hey, lassen Sie sich Zeit, Commander. Ernst wird es erst, wenn die aus dem Fenster schauen. Geth benutzen keine Fenster, wissen Sie noch? Strukturschwäche. Die Geth sitzen jetzt da und sagen sich, dummer mit keine Fenster ziehen diese organischen Wesen kein zweites Mal durch. Des Teams muss ich wohl eine andere Andockröhre besorgen. Sie wollen die Sache mit dem Schlachtschiff also nicht alleine durchziehen? Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Tully soll sich die Pläne des Schlachtschiffs ansehen. Wenn sie mir den Weg zu einer anderen Andockröhre zeigt, übernehme ich die Steuerung und bringe das Team an Bord. Es gibt wieder Gravitation. Sehr gut, ich suche gerade... Hab's gefunden. In der Nähe ihrer Position müsste es einen Schaden in der Hülle geben. Unbeschädigte Andockröhre ist auf der anderen Seite. Ich glaube, ich habe die beschädigte Hülle gefunden, die Sie erwähnt haben. Admiral Garrel hat es mit einem Frontalangriff versucht. Wir haben 6 Fregatten verloren. Das kleine Loch ist der einzige Schaden, den wir anrichten konnten. Klein würde ich es nicht nennen. Hätten Sie es anders gemacht? Nein, er war einfach zu aggressiv. Ich habe dagegen argumentiert, aber als Admiral der schweren Flotte war es letztlich seine Entscheidung. Und die anderen Admirals? Zen hat die Invasion unterstützt, weil sie ihr Spielzeug ausprobieren wollte. Ran hat die Nachschubversorgung gewährleistet. Nur Corus war mit mir gegen den Krieg. Und er hatte recht. Wir könnten die gesamte Flotte verlieren, Shepard. Wir holen ihre Leute sicher hier raus.
Ich habe eine weitere Luftschleuse gefunden. Ich denke, es kann losgehen. Ausgezeichnet. Wenn Sie die Steuerung übernehmen, können wir sofort kommen. Verstanden. Sie können an Bord. Widerstand? Alles ruhig bisher. Sie haben uns noch nicht entdeckt. Mal sehen, ob ich die aufkriege. Bis dahin sollten Sie sich das mal ansehen. Da, sie ist offen. Wir können gehen. Sieht beeindruckend aus. Hat Admiral Zen entworfen. Sendet bei Kontakt einen Energieimpuls aus, der Schilde und synthetische Wesen stört. Das können wir brauchen. Also, wohin müssen wir? Wir suchen nach einer Kommandozentrale. Von dort aus kann ich das Befehlssignal der Reaper deaktivieren. Wo ist die nächste? An ihrem Verteidigungsnetzwerk vorbei und durch einen Sensorcluster. Ach nein, Lüftungsschächte. Immer wieder Lüftungsschächte. In der Kollektorenbasis haben Sie das gut hinbekommen. Ich wurde in Brand gesteckt. Anti-Jäger-Laser? Sie verwenden Ultraviolettfrequenzen statt Infrarot. Das ist zwar viel teurer, aber auch viel wirkungsvoller. Als die Flotte das Schlachtschiff gejagt hat, haben diese Laser unsere Schiffe praktisch auseinandergeschnitten. Los zur Kommandozentrale, bevor sie noch mehr Schaden anrichten. Das Signal geht an sämtliche Geth-Prozesse. Die Reaper haben sie vollständig unter Kontrolle. In meinem Zyklus benutzte eine Spezies namens Jar Maschinen, sogenannte Jatil,
als synthetische Symbionten. Die Reaper unterdrückten die Jatil genauso wie jetzt die Geth. Ihre mechanischen Schwärme verdunkelten den Himmel. Sie waren brutal, gnadenlos. Kila, was haben Sie getan? Wir haben aus Ihrem Stern eine Supernova gemacht. Das ist hier nicht wirklich eine Option. Noch nicht. Ich habe ein System vernichtet, um das Alpha-Portal zu zerstören. Keine leichte Entscheidung. Kampfdaten. Wie steht die Schlacht? Wir haben schwere Verluste. Die Geth verfügen über eine planetare Verteidigungskanone. Sie zerstört unsere Flotte. Können wir ihnen irgendwie helfen? Nur dafür sorgen, dass ihr Opfer nicht umsonst war. Warum müssen wir die Kommandozentrale finden? Reicht nicht auch jede Zugriffskonsole? Nein. Jede Aktion hier könnten die Geth kontern. Zu viele Fehlerkontrollen und Redundanzen für unsere Zwecke. Die Kommandozentrale des Schiffs ist da vorne. Gut, wir kappen das Reaper-Signal und bringen die Flotte hier raus. Sehen Sie nur, wie viele Daten der Zentralprozessor des Schlachtschiffs verarbeitet. Wir müssen uns beeilen! Meine Leute werden da draußen in Stücke gerissen!